sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Tag nach der Berlinale, wir sind wieder zu Hause und ich bin ziemlich kaputt. Es war wunderschön, aber es war zum Teil natürlich auch anstrengend für mich. Es war viel los, viele neue Eindrücke und ich hatte ja Liam dabei, wobei ich sagen muss, dass er wirklich alles super gut mitgemacht hat. Er hat kein einziges Mal geweint. Und selbst wenn er geweint hätte, ich habe es euch erzählt, wäre ich definitiv rausgegangen. Also gerade bei der Produktkonferenz ist es natürlich wichtig, dass man sich konzentrieren kann, natürlich auch alle anderen Mädels. Und dann wäre ich rausgegangen, hätte natürlich dann nicht so viel mitbekommen. Aber er war, wie gesagt, total lieb, hat auf meinem Arm geschlafen und ich habe alles mitbekommen. Es war wieder sehr, sehr spannend. Wir haben wahnsinnig viel erlebt. Und ich habe gerade angefangen, mein Video zu schneiden, habe aber gemerkt, dass ich euch dort in Berlin nicht so wirklich wie üblich in dem Follow Me Around mitgenommen habe, denn ja, wie gesagt, es waren viele Eindrücke und ich hatte ja noch den Kleinen und da war ich natürlich konzentriert, dass das alles läuft, aber ich habe wirklich viele schöne Eindrücke trotzdem einfangen können, aber habe halt nicht mit euch gequatscht. Das mache ich jetzt, ich setze mich jetzt mal hier hin und erzähle euch ein bisschen was dazu, während die Sequenzen laufen und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und auf geht's nach Berlin. Auf die Berlinale oder zur Berlinale. So, ich muss euch jetzt mal hier hinstellen. Ich hoffe, dass es besser ist vom Licht. Die Sonne kommt gerade total schön rein. Ihr habt es gesehen, wir sind ganz, ganz früh am Morgen los. Ne? Um 5 Uhr mussten wir schon am Bahnhof sein. Der kleine Mann ist übrigens hier in seiner Wippe. Und dann 5 Stunden Fahrt vor uns, also wirklich eine weite Fahrt. Aber das hat alles ganz gut geklappt, bis auf eine Verspätung, sodass wir zu spät angekommen sind im Hotel. Es gab nämlich eigentlich noch Lunch, also das war für uns vorbereitet. Aber ja, dazu sind wir nicht gekommen, weil wir, wie gesagt, zu spät angekommen sind. Ich habe den kleinen Mann dann noch frisch gemacht und dann sind wir auch schon direkt abgeholt worden vom Shuttle Service. Wir sind dann ins Worth It Café und hatten dort eben die Produktkonferenz. Es war super interessant, also da könnt ihr euch wirklich freuen. Es warten ganz, ganz tolle Dinge auf uns in den Regalen. Ich bin auch schon sehr gespannt. Und ich habe es euch ja gesagt, der kleine Mann, der war echt total lieb. Der hat die ganze Zeit geschlafen auf meinem Arm, sodass ich mich wirklich auch konzentrieren konnte und alles aufnehmen konnte, auch für euch. Und dann war es so, dass Stefanie Giesinger gekommen ist mit einer ganz, ganz berühmten Make-up-Artistin. Also Stefanie Giesinger wurde von ihr geschminkt. Ich sag euch auch gleich noch, wer es ist. Ich war total aufgeregt. Jedenfalls war Stefanie Giesinger gefühlt 30 cm vor mir gesessen und wurde eben geschminkt. Das war auch sehr, sehr interessant. Und dann war es eben so, dass, ja, Valgala, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, noch kurz Zeit für uns hatte. Ich habe dieses Buch von ihr bekommen, handsigniert und wie gesagt, ich war total aufgeregt und die Sequenzen, die zeige ich euch jetzt. Like a case into the skin. So I can't bear that. So we're using a little bit. The hot trend for this season. And it looks amazing actually. It makes your eyes pop. Yeah, it's really nice. I mean, you could actually add a cream pencil on the inner waterline. I wish my name was Berlin. Yeah. 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 Okay. Yeah. That would be lovely. Yeah. So that's H-E-I-D-I. Yeah. Thank you so much. Pleasure, my darling. Ich kann es auch machen, aber... So next time we talk, tell it. Okay. Thank you so much. Stefanie Giesinger wurde natürlich mit den neuen Produkten geschminkt. Die Valgala, die hatte auch ein paar Geheimtipps für uns, was sehr, sehr interessant war. Und im Anschluss gab es dann Kaffee und Kuchen. Das Café an sich, das ist wirklich herzallerliebst eingerichtet. Also man fühlt sich wie in Paris, das sind so kleine Tische und ja, alles ganz, ganz schön eben, wie gesagt. Und an der Seite rechts, da könnt ihr euch dann auch die Produkte anschauen. Also L'Oréal hat da alles aufgebaut, was interessant eben ist, was neu in die Regale kommt. Mir ist vor allen Dingen ein Concealer ins Auge gesprungen und zwar ist der sehr, sehr interessant. Der hat nämlich über 20 Nuancen, also ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ja, die haben wir uns dann auch angeschaut. Dort kann man dann auch was kaufen.
Und kann sich eben umschauen, kann sich beraten lassen und es war wirklich sehr, sehr schön im Café. Im Anschluss sind wir dann vom Shuttle Service wieder abgeholt worden, sind ins Titanic Hotel zurückgefahren. Unsere Zimmer waren ja am Anfang noch nicht fertig, als wir angekommen sind, was nicht schlimm war. Wie gesagt, wir sind ja auch direkt los. Auf dem Bett war eine Bluse, die sollten wir uns dann eben für Styling anziehen abends. Das seht ihr dann auch gleich noch. Ich zeige euch jetzt erstmal mein Outfit, das ich anhatte bei der Produktkonferenz. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe mich dann doch für ein anderes Outfit entschieden. Ich hatte euch ja in meinem Fashion Haul erzählt, was ich dafür eigentlich zurechtgelegt hatte, aber es ist dann was anderes geworden. Es ging danach in den Glam Room, eben mit besagter Bluse, die super schick ist, wie ich finde. Also die werde ich definitiv weiter auch noch tragen. Und dann sind wir eben für den Red Carpet gestylt worden. Also sprich, wir sind da angekommen, da waren Make-up-Artisten, da waren Haarstylisten, die auf uns gewartet haben. Es war richtig schön, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Musik ist gelaufen und dann haben wir uns eben stylen lassen. Und als wir dann fertig waren, sind wir alle runter in die Lobby. Das ist immer super aufregend und spannend mit den ganzen Mädels. Die Aufregung steigt dann, die Limousinen stehen vor der Tür, wir quatschen noch eine Runde. Und in diesem Jahr war es besonders schön, weil unten noch der Fotograf auf uns gewartet hat, also quasi in der Lobby, und wir die Möglichkeit hatten, noch schöne Bilder zu machen. Ich habe mich dann gegen den Red Carpet entschieden sozusagen und den Film, weil ich dann doch lieber beim Kleinen sein wollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das Ganze einfach so mitzuerleben, war diese ganze Atmosphäre, dieses Styling, dieses Vorher, dieses Adrenalin, einfach diese Spannung, das war schon sehr, sehr schön, auch wieder in diesem Jahr. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das wieder miterleben durfte. Für den nächsten Tag war dann auch ein kleiner Dreh geplant und deshalb wollte ich natürlich auch fit sein. Das hatte ich vorher abgesprochen mit dem Philipp und ich hatte bis dato noch keine Idee, die ist mir dann aber in der Nacht gekommen, da war ich dann auch ziemlich froh. Ich bin gespannt, wie der Film so geworden ist, aber es war auch wieder sehr, sehr aufregend, das Ganze mitzuerleben, mal mit einem Filmteam und einfach meine Ideen umsetzen zu können. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann zum Brandenburger Tor und das blende ich euch jetzt mal ein. Hello, hello aus Berlin! Ah, jetzt habe ich vergessen, am Brandenburger Tor zu vloggen. Sorry, aber mir frieren gleich die Hände weg. Ihr wisst, das übliche Problem mit der Heidi, ne? Ich habe scheinbar doch immer die falschen Klamotten an, weil ich immer am Frieren bin. Aber ich habe hier einen kleinen Ofen dabei. So, meine Lieben, wir sind zurück vom Spaziergang. Ich habe euch ja erzählt, dass wir am Brandenburger Tor waren. Bisschen frische Luft. Für mich geht es jetzt auch gleich wieder nach Hause. Ich habe euch jetzt gar nicht so richtig mitgenommen in diesem Vlog. Also irgendwie ist wieder total viel passiert. Ganz, ganz viele schöne Eindrücke durfte ich sammeln. Aber es ging wieder Schlag auf Schlag. Und dadurch, dass mein Zug Verspätung hatte bei der Ankunft, war ich so ein bisschen zeitlich hinterher. Aber es war wieder wunderschön. Wir haben ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten erfahren dürfen. Ja, es war komplett anders diesmal. Ne? Hier hatte ich ja noch einen kleinen Passagier mit dabei, der übrigens total super gut mitgemacht hat. Also der hat kein einziges Mal geweint. Im Café konnte ich super gut bei der Pressekonferenz, also bei der Produktkonferenz, sagen wir es mal so, dabei sein, mir alle Produkte anschauen. Es war wieder super interessant. Also ihr könnt sehr gespannt sein, was es alles Neues gibt. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich sichte mal mein Material und dann würde ich sagen, melde ich mich dort nochmal. Die Nacht war auch relativ kurz und deshalb bin ich jetzt auch ziemlich durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zu Hause dann wieder. Und das waren meine Eindrücke von der Berlinale. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Ich habe euch da alles in die Highlights gepackt. Also da habe ich euch nochmal so ein Stück weit anders mitgenommen. Es ist dann doch aktueller, wenn man gleich das Handy mit rausnehmen kann und ein bisschen was einfangen kann als so ein Video. Ich hoffe aber, dass es euch trotzdem gefallen hat, dass ich es dieses Mal so gemacht habe. Es ist halt jetzt komplett anders mit dem Kleinen, der übrigens jetzt eingeschlafen ist. Ich wollte euch halt trotzdem mitnehmen mit der Kamera und hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich habe jetzt hier noch was vorbereitet und zwar war ich letztes Jahr im Sommer eingeladen nach München von L'Oréal zum Starnberger See. Und es ging um ganz, ganz tolle neue Produkte, die da eben noch nicht auf dem Markt waren. Wir durften die quasi vorab schon mal kennenlernen und testen. Und ich durfte sozusagen noch nicht drüber berichten. Die kamen dann im Oktober raus. Und dann ist es irgendwie ja alles, naja, ihr wisst schon, ne? Schwangerschaft, warum mache ich so? Also großer Bauch
Und irgendwie hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, euch die Sequenzen zu zeigen. Ich würde es jetzt aber ganz gern mit anschließen, denn es war wirklich ganz, ganz toll am Starnberger See. Also wir waren da in einer wirklich ganz, ganz tollen Location. Das Hotel war auch richtig schön. Ich war am Bahnhof untergebracht in einem 24 Hours, hieß es, glaube ich. Und es war auch richtig, richtig schön. Da hat eine ganz tolle Überraschung auf mich gewartet. Schokolade in Babyform, also so ein Schriftzug und eine ganz, ganz tolle Karte. L'Oréal hat ja damals auch schon gewusst, dass ich schwanger war. Und ich bin trotzdem eingeladen worden. Da war ich auch sehr, sehr dankbar. Und bin auch gerne nach München gereist, um die Produkte kennenzulernen. Hello, hello, meine Lieben vom Starnberger See. So sieht es hier aus. Richtig schön. Ich habe ein bisschen meine Füße im kalten Wasser. Wir haben nämlich kurze Pause nach der Pressekonferenz. Ich bin hier mit L'Oréal und das Wetter, oh mein Gott, es passt so, so gut zu dieser Location. Ich bin so dankbar. Und jetzt habe ich 5 Minuten Pause. Ja, und melde mich bei euch ganz kurz. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time. Laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay. We don't care about what they say, and I go on, na na, and you go on, na na. No love on a holiday. Super interessant, diese Age Perfect Reihe. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile getestet. Ich habe hier jetzt noch einige Produkte, die einfach auch vom Farbton nicht so gut zu mir passen und auch ganz viele Lippenstifte, und ich würde jetzt das Ganze einfach an euch verlosen. Ich freue mich immer, wenn ich was weitergeben darf. Wie gesagt, ich habe ja einige Produkte zum Testen und so viele Lippenstifte, ja, kann ich gar nicht verwenden. Deshalb gebe ich sie gerne an euch weiter. So sieht das ganze Paketchen jetzt aus, also ganz viele verschiedene Foundation-Nuancen, Blushs, Lippenstifte. Hier habe ich noch so ein Glow-Produkt, Augenbrauenprodukte und so weiter. Ich verlose das Ganze am besten auf Instagram, also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr mich da noch nicht gefunden habt oder abonniert habt, dann ja, verlinke ich es euch gerne mal unten in der Infobox. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr dann dort. Und ansonsten war es das jetzt von meinem Video, also sprich Berlinale und das Event in München. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, meine Lieben. Sorry, dass es heute mal etwas anders war. Ja, die Uhren und alles tickt jetzt sowieso anders, ne? Wegen dem kleinen Mann. Aber ich freue mich nach wie vor, dass ich da eben auch dabei sein darf bei L'Oréal und für euch alles testen darf und darüber berichten darf. Genau, okay, meine Lieben, also, dann war es das jetzt soweit. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und du schläfst weiter, ne? Jetzt schläfst du, ne? Tschüss!